So, meine Lieben, weiter geht's in Let's Play Division. Wir schauen, dass wir noch ein bisschen vorankommen. Wegmarkierung. 40. Straße West. Da wollen wir hin. Dann gucken wir mal. Was ist das? Wieder einer von diesen Tagen, was? Ja, aber hallo. Camp Hudson, ja, die wollten die Leute hier wegbringen. Wir sind am Camp. Vorne ist das Camp, okay. Ich wollte gerade sagen, das kommt mir alles so bekannt vor. Hudson Yards, genau. Wir haben noch einen Haufen Einführungsmissionen, die wollen wir auch nochmal machen. Da ist so viel zu tun noch. Sie schickt der Himmel. Transport, okay. Leider nichts Verwertbares drin. Ganz schöne Rennerei hier in New York. Freunde, wir müssen vorsichtig sein. Die Mission wird auf jeden Fall nicht schwierig. Ja, das sehe ich jetzt ganz entspannt. Aber man könnte ja trotzdem vermuten, dass dann doch vielleicht so der ein oder andere gesalzene Teil dabei ist. Da müssen wir nochmal vorbeischauen. Stoff abklauben. Dann auch ein bisschen hier noch was mitnehmen. Brandgeschosse. Nehmen wir gerne. Wie gesagt, wir müssen auch nochmal unbedingt unsere Basis aufrüsten. Wir machen die ganze Zeit Quests und Missionen, aber haben unsere Basis auch noch gar nicht aufgewertet. Aber trotzdem, das Stoffzeug nehme ich gerne mit, weil, ne, Handwerksmaterialien sind in solchen Spielen essentiell wichtig. Vor allen Dingen, wenn man halt richtig geiles Zeug herstellen kann, dann sollte man das auch irgendwie tun, ne. So, Türen zu. Nicht, dass die da frieren. Hier haben wir noch eine Agentenspur. Jeremy. Irgendwo hier soll die Agentenspur weiterführen. Werden wir uns mal anschauen in einer ruhigen Minute. Aber jetzt im Augenblick haben wir Wichtigeres zu tun. Ah, wenig Sachen. Da ist auch noch was. Das sollten wir uns auch noch holen. Auf dem Weg. Das ist immer das Schwierige. Du musst echt auf dem Weg die ganze Zeit permanent dranbleiben. Hallo? Hallo. Darth Vader. Bist du's? Okay. Und jetzt? Wir arbeiten dran. Emergency! Du bist tot! Entschuldigung. Das habe ich irgendwie anders in Erinnerung. Läufst du rum und plötzlich steht da einer vor dir, ne? Alter. Alter Problembär. Waffe überholt. Meine Waffe hat eine niedrigere Stufe, die ist doch sowieso besser, oder? Hell's Kitchen. Oh ja, hier wird's wieder interessant. Beschuss durch leichte Waffen! Empfange Unterbeschuss. Funksprüche! Beschuss durch leichte Waffen im Visier! Unterbeschuss! JTF! Plünderer haben uns im Visier! JTF, hört ihr uns? Bitte komm! Signalverfolgung. Analyse beendet. Ladekoordinaten hoch. So, nachladen. Das dauert bei der Klift ein bisschen länger. Okay.
Ohne sie wären wir jetzt tot. Scheiße, wie machen sie das? Sie greifen in Zukunft nicht mehr so schnell eine JTF-Patrouille an. Na, das glaube ich allerdings schon. Warnung! Feindkräfte nähern sich! Genau. Hindert woanders weiter! Im Anmarsch! So, und jetzt? Wo ist das Problem, Freunde? Warnung! Feindkräfte nähern sich! Tangos im Anmarsch! Schlag hart zu, dann rennen sie weg! Na komm! Ziel ist sicher! Keine Gegner mehr entdeckt! Okay. Ich bin stolz, mit ihnen zu kämpfen. Das ist freundlich von dir, ha? Huh? So, warte mal. Kurz mal alles checken hier. Jetzt überlegen die sich zweimal, bevor sie die JTF-Patrouillen angreifen. Wuhu, Baby! Hast du gut gemacht. So, hier ein Safehouse. Jetzt kriegen wir hier M60 E4 Militärversion und vor allen Dingen wahnsinnig viel, EP haben wir dafür. Agent, Sie haben gute Arbeit geleistet. Und Danke. Wir haben hier was für Sie, das Sie sich abholen sollten. Oh, und ich gebe Ihnen liebend gern ein Autogramm auf ein Stück Papier, auf das Division-Handbuch oder sogar Ihre niedliche Mütze. Danken Sie mir nicht, wir Agenten müssen zusammenhalten, nicht wahr? Agenten? Okay. Nein. Ich möchte das nicht. Mal du auch nicht einfach fremde Mützen. Gut, wer würde von mir denn auch was auf die Mütze gemalt wollen? Also, verstehe ich auch nicht. Die warten nur darauf, dass wir krepieren. Scheiß doch. Was gesehen. Am Teufel, da gehen wir jetzt nicht dazwischen. Recht und Ordnung sorgen wir anders. Ach, da unten müssen wir rein. Ah, da waren wir doch schon mal. Uhrzeit mal gekämpft hier. Kenn mich doch aus. Den Eisenbahngleisen. Naja, na gut. Wenn hier nicht irgendwo welche Gegner sind, dann weiß ich auch nicht. Also ich als Feind würde mich hier verstecken. Wie das natürlich die Jungs hier machen, weiß ich auch nicht. Aber ich würde mich hier verstecken. Perfekte Umgebung. Leicht zu kontrollieren, ziemlich uneinsichtig. Agent, Sie leisten ausgezeichnete Arbeit. Das erinnert mich an meine eigene Arbeit. Ich habe mich richtig in die Rolle reinversetzt. Also kann ich den Stolz auf Ihre Leistung total nachvollziehen. Das haben Sie wirklich großartig gemacht. Ach, bla bla bla. So, mal kurz noch ein bisschen was wählen. Was wir hier noch so haben. Was ist das eigentlich? Was hat denn das Ding eigentlich an Talenten? Kompetent. Oh, brauchen wir noch ein bisschen was? So, Stoff mal abgeklaubt. Das ist in Ordnung, das kann man mal machen. Warum kann ich meine Waffe eigentlich nicht mehr wählen? Warte mal ganz kurz. Okay, jetzt. Oder? Ach nee, ich bin immer noch im Safe-Bereich. Ah, verstehe. Jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich nicht mehr im Safe-House. Wir sollen zum nächsten Safe-House im Garment District gehen. Dann da mal vorbeischauen. Die Mission habe ich natürlich gleich genommen, weil, ne, wenn schon da ist, dann kann man sie auch gleich mal nehmen. Huch. Geschenke? Keine Geschenke. Verarsche. Das ist doch Verarsche. Nein, nein, nein. Nee, aber solche Missionen kann man natürlich gerne mal nehmen. So, wieder ein paar Türen zumachen. Irgendwann haben wir sie alle zu. Ich schwör's euch.
Abgeschlossen, Stufe 5 nochmal. Was ist das? Vielleicht eine Decke. Ach, Lincoln-Tunnel. Den Tunnel. Die fand ich nicht so cool, die Mission. Also, folgender Vorschlag. An einem Pier auf der Westside habe ich ein Rettungsfloß versteckt. Die JTF hat den Hudson noch gesperrt, aber nachts kommen wir an der Blockade vorbei. Oh nein. Es wird aber nicht leicht, obwohl ich ihre Patrouille auswendig kenne. Solltest du mitkommen wollen, musst du dafür bezahlen. Und vergiss nicht, kein Geld, Gold oder andere nutzlose Scheiße. Es muss schon richtig wertvoll sein. Aber ich bin mir sicher, dir fällt was ein. Das heißt, wenn du wirklich mit willst. Okay. Also es gibt wohl doch Wege von dieser Insel runter, ha? So. Es ist hart. Ich weiß, ich weiß. Na, da kommen doch Kumpels, ha? Düdlü. Ist mir wohl ein kleines Malheur passiert. Ach ja. Warum wir eigentlich immer nachts in New York unterwegs sind, ist mir auch ein absolutes Rätsel. Jedes Mal, wenn ich das Spiel anfange, ist es immer dunkel. Ich würde so gerne mal bei Tag spielen. Unmöglich. So, schauen wir mal. Lang ist es nicht mehr, also weit ist es nicht mehr, meine Lieben. Wir sollen hier mal ins Safe House gehen. Der Officer hat uns weitergeschickt. Da ist das Safe House. Hau ab! Ich habe hungrige Kinder! Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. In der Kanalisation. Okay. Das ist aber gut versteckt, das Ding. Und schön gemacht irgendwie. Ich weiß nicht, trotz Kanalisation finde ich es eigentlich ganz nett hier. Die Top-Adresse der Stadt. Sehen Sie her. Die besten Angebote der Stadt. Wow. Oh, wow. Das haut ordentlich rein. Was haben wir denn? Gibt es hier irgendwas, was uns insgesamt weiterbringt? Die Kampfmaske. Was hatten die im Verhältnis zu unserer aktuellen? 15 haben wir hier. 3 extra Tötungs-EP. Also die sollten wir auf jeden Fall mitnehmen eigentlich. Nimm mal gleich, leg mal gleich an. Weil Geld ist ja sowieso relativ, ne? Da könnten wir unsere Rüstung... Die hat 39, ist aber spezialisiert. 7% extra Tötungs-EP. Nimm mal gleich mit. Stretch-Holster. Braucht aber höhere Stufe, das bringt uns nicht weiter. Nur ein bisschen. Die macht kritische Trefferchance und MP-Schaden. Stretchholz ist klar. Gefechtsschoner. Auch eine geile Geschichte. Mehr Lebenspunkte, dafür deutlich weniger Schaden. Das ist eigentlich jetzt nicht so meins. So, gucken wir mal, was wir verkaufen können. Haben wir hier irgendwie noch Schrott dabei? Ja, hier, guck mal. Viel kriegen wir für diese Geschichte natürlich jetzt nicht. Haben wir irgendwas, was wir nicht brauchen? Naja gut, ein bisschen Geld gibt es schon auch, ne? Das wäre am aktuellen besseren Rucksack, wir haben Ballistik-Rucksack. Was haben wir angelegt?
wir den nicht angelegt, diesen Ausrüstungsort? Sie sind ein gern gesehener Kunde. Ja, nach, wenn wir hier so viel kaufen und verkaufen. Warte mal, diesen Mod hätte ich mir ganz gern mal angeguckt. Wo war denn der jetzt? War der hier mit dabei? Die beste Ausrüstung für die Straße, nur hier. Ausstattungsmod. Müssen wir uns mal in ruhigen Minuten nochmal anschauen, glaube ich. Okay. Agent, ich werde Ihre Kontaktperson bei Schwierigkeiten in diesem Gebiet sein. Gut. In der Zwischenzeit möchte ich Ihnen eine äußerst umformende Präsenz attestieren. Ich fühle, dass Ihre positive Kraft zu einer Osmose von Energiekonvergenz führen wird. Falls ich etwas höre, gebe ich Bescheid. Okay. So, wir haben unsere Karte jetzt mal ordentlich aktualisiert. Und das ist auch verdammt notwendig gewesen, wenn ihr jetzt mal guckt, was uns jetzt hier im District, im Garmet District, was uns jetzt hier neuen Aufträgen blüht. Da haben wir nämlich vor allem Störung des Waffenhandels mal wieder. Was ich einen sehr geilen Nebeneinsatz finde. Leistungsausstattung, was, ihr seht schon, also da kann man schon, da kannst du schon echt gewinnen bei sowas, ne? Wenn du so ein Safehouse mal dir zu Gemüte führst. Wir haben noch eine Kampfmission. Wir haben momentan sehr, sehr viel Möglichkeiten, hier auch ein bisschen uns aufzurüsten. Vor allen Dingen medizinisch könnte man nachrüsten. Aber ich hätte ganz gern eben auch mehr Technik. Das heißt, wir werden uns diese Mission hier hinten mal zu Gemüte führen. Ich weiß, dass es in den letzten Monaten verdammt beschissen gelaufen ist, aber ist das das, was wir jetzt sind? Hey, man glaubt's nur, wenn man sieht. Safe House gehen, haben wir gleich mal mitgemacht. Die Jungs hier oben wollen auch raus. Ist natürlich voll das Gerenne hier rauswärts, ne? Aber ich finde das nicht schlimm. Wie gesagt, wir sind ja auf dem Weg Richtung Dark Zone mit euch zusammen. Aber da fehlt uns natürlich auch noch mal ein Haufen Arbeit, bis wir das haben. Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Das ist uns bewusst, da wollen wir auch nicht sein. Wir wollen nicht sicher sein, wir wollen an das Loot ran und das kriegen wir halt nur da, wo es richtig scheppert. In dem Fall in der nächsten Folge. Bis dahin, meine Lieben. Habt eine schöne Zeit, lasst euch gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube. Tschüsseli!